Gut, also guten Abend. Ich wollte wieder herstellen unseren Unterricht nach dem Pessach. Schon, das ist die richtige Zeit. Jetzt, es ist nicht Shir HaShirim, hohes Lied, nach meinem Glauben, heute müssen wir lernen, sondern Yom HaShoah, dem Holocaust-Tag. Okay, das ist eine sehr, sehr wichtige und natürlich schmerzend und peinliches Thema für uns, für Juden. Ich werde viel, viel harte und scharfe Dinge sagen heute Abend, mit viel Kritik auf Deutsch. Also, ich vorbereite, ich nur alarmiere, was ist die Wahrnehmung heute. Also, die erste muss man verstehen, dass es genau wie die Kalender, die Fest oder Fasten, oder diesen anderen kalendarischen Termin trägt hinter sich dabei eine ideologische Wert, eine Deutung. Also bei uns im deutschsprachigen Ländern, also Deutschland, Österreich, wann fällt es dem Shoah-Tag, Holocaust-Erinnerungstag? Wann ist es passiert nach unserem Kalender? Es waren ja 6 Jahre oder 12 fast, also nicht ganz 12, aber Nee, ich meine, wann jedes der Tag. Feiertag, wann der Feiertag ist? Ja, wann 27, jedes? sieben, mittlerweile feiert man oder gedenkt man am 27. Januar in Deutschland und Nein, in Österreich, nein, es ist weiß ich. andere Termin. Nein, es ist Ah, okay. bald, bald. In Deutschland ist es 9. November, Kristallnacht. 19. Aha. November, okay? Also, das ist im deutschen und österreichischen Termin. Ich kenne auch sogar im Kaliningrad, einmal Königsberg, ja, weil es war mal Deutschland. Dort auch ist es gezeichnet, ja, diese 9.10. November. Also alles, was jetzt oder mal war Deutsches Reich, Drittes Reich, das ist 9.10. November. Okay, was ist die Deutung? Was ist die Idee hinter diesem Termin? Erstens, der Name Kristallnacht muss sagen, in Deutschland heute ist es nicht so genau politisch korrekt. Beim Juden im Staat Israel, das ist gilt, das ist ganz, ganz Begriff, dieser Name Kristallnacht auf Deutsch pronunziert oder Lele Dolch auf Hebräisch, das ist der Name. Also die Idee ist natürlich das Reichspogrom, also manche, die Glas, die Kristall, der wurde zerbrochen, ja. Aber muss man sagen, natürlich auch, weil viele Leute wurden schon ermordet auf diesem Tag. Ja? Okay, also das ist die einen Tag, einen Termin. Die Juden sind Opfer, klar. Die Termin, das haben Sie gesagt, Christina, das ist 27. Januar, das ist ein UN-Termin. Die wurde rund 20 Jahre vor ausgeführt. Er war von 2003 und 2003 etwa. Nur dann, also 60 Jahre nach dem Shoah, sie haben endlich erinnert und beschlossen, das muss man etwa bezeichnen. Ja? Also ehrlich zu sagen, im Staat Israel diesen Tag, wir mögen den nicht überhaupt. Erstens auf diese Gründe, das war kommt 60 Jahre danach. Aber das ist nur Emotion. Was ist die Ideologie, was ist die Idee hinter diesem Tag? Kennen Sie? 27. Januar 1945, Rote Armee, sowjetische Armee, hat Auschwitz befreit. Okay. Also das ist die historische Verbindung, historische Linkage. Und wenn Sie schauen präzise in unsere deutsche Kalender, dieser Tag bezeichnet nicht als Shoah, Holocaust, Erinnerungstag, sondern die überhaupt Zweite Weltkrieg Opfer Erinnerungstag.
Und das ist echte Name, der wurde von der UN ausgeführt. Das heißt, es ist nicht nur besonders für Juden. Ich denke, das ist gut. Ja, also es werden Millionen von Russen, Ukrainern, Polen ermordet. Ja? Wir sagen, dass die alle Zivilisten, die Opfer, die Zahl steigt über 50. Gibt es die Leute, sagen Historiker, über 55 Millionen Zivilisten, die Opfer. Ja? Also natürlich muss man diese alle Opfer erinnern, keine Frage. Aber das ist nicht besonders für Juden. Ich kann sagen, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg, ich war einige Male zum dortigen Landtag als Rabbiner eingeladen. Jedes Jahr es ist eine andere Gruppe, die zivilistische Opfer bezeichnet. Zum Beispiel, es war ein Jahr die französische Gefangene. Es wurden hunderte, tausende Franzosen, die wurden neben Stuttgart, in Ludwigsburg, Leopoldstadt und so weiter, sie wurden gearbeitet. Okay, das ist wichtig. Also natürlich sind die Roma, Zeuge Jehovas, ich erkläre bald. Das ist ein wichtiger und kritischer Punkt für uns. Also dieser Tag, es ist nicht Tag, der gewimmelt für Shoah der Juden. Mhm. Also dieser Tag heute, Yom HaShoah, das ist israelischer Tag, der im Israelstaat mit ganz offiziellen Gesetz wurde gestaltet als Holocaust Remembrance auf Shoah Erinnerungstag. Also am Anfang der 50er, 1951, 1953, etwa so, noch in Ben-Gurion-Zeit. Okay. Was ist die historische Begründung? Warum dieser Tag und nicht andere? Genau, wie habe ich gesagt, mit 19. November oder 27. Januar gibt es immer ein historisches Ereignis, das hat passiert. Ja? Kennen Sie? Okay. Tatsächlich, es ist heute. Wir sind 18. April, also. Aber Yom HaShoah, der stammt aus Staat Israel, er bezeichnet sich nach natürlich jüdische Kalender, nach hebräische Kalender, das habe ich schon verstanden. Also genau wie die Pesach, genau wie alle jüdischen Festen, plus minus 30 Tage, können schwimmen sozusagen, so sagt man auf Hebräisch, ja, durch den Kalender. Dieser Tag trägt eine hebräische Termin, der heißt 28. Nisan. Also eine Woche nach dem Pesach. Ja? Also Pesach fängt sich an am 14. Nisan. Das ist Leila Sedernacht. Dann 7 Tage im Israel, nicht im Diaspora, ich habe genau im Telegram. Das ist 8 Tage, also sagen wir 21. Nisan, Ende des Pesach. Und dann noch eine Woche, das ist dieser Yom HaShoah, Holocaust-Tag. An diesem Tag wurde die Warschauer Ghetto-Rebellion angefangen. Okay. Und das war die Idee von Ben-Gurion. Und jetzt helfen Sie mich interpretieren, was trägt die israelische Deutung von diesem Tag mit diesem wichtigen Teil von Warschauer Ghetto-Rebellion. Niemals wieder. Auch. Okay, ich entdecke den offiziellen Namen in Israel. Der heißt nicht nur Holocaust-Erinnerungstag, das ist der erste Teil von, das ist das ganze Land gesagt, auch auf Hebräisch. Also der Tag heißt auf Hebräisch
Tag des Erinnerungs des Holocaust europäische Judentum und Heiligtum. Okay? Also der Name bezeichnet, dass die Juden wurden nicht nur die Opfer, sondern sie haben gekriegt, ja? Sie haben wieder Januarokie. Verstehen Sie? Also 9. 10. November, das ist Kristallnacht, Juden sind Opfer. 27. Januar, die alle Menschlichkeit, mindestens in Europa, sind Opfer. 28. Nisan, Juden sind opfernd, die probieren kriegen mit dem Nazi. Ja? Also verstehen Sie, dass es drei unterschiedliche Ideen, drei unterschiedliche Ideologien. Also muss ich ehrlich zu sagen, dass diese Idee, okay, die Idee ist richtig, die präzise Termin, das war riesige Kontrovers im Staat Israel. Warum? Weil nach der Talmud, jüdischen Tradition, die ganze Monat Nisan, es gibt keine Trauer. Da muss man froh sein. Jetzt ist natürlich eine traurige Date, trauriger Termin. Also, die israelische Rabbinat, die Rabbiner, haben die andere Termin vorgeschlagen. Und das hat nicht überlebt. Also die Leute, die Menschen, wie sagt man, die Leute, die mit Beinen wählen, ja? Also die Leute tatsächlich, im tatsächlichen Leben, haben ausgewählt genau diesen Termin von Ben-Gurion. Das ist nicht perfekte Timing, ja? Aber doch, das ist heute de facto und de jure beides eine rein jüdische Termin, die bezeichnet diese schreckliche Erinnerungen. Okay, also die Idee ist, dass könnte man am anderen Termin diese Shoah-Erinnerungs machen, zum Beispiel am 9. Av. Das war so ein Vorschlag von den Opponenten von Ben-Gurion, von Menachem Begin. Ja. Oder wenn du nimmst die Rebellion, also das muss man sagen direkt, dass die bekannteste Rebellion ist natürlich die Warschauer Ghetto-Rebellion. Aber die erfolgreichste, kennen Sie? Die erfolgreichste Rebellion war Rebellion im Sobibor. Mhm. Todeslager, das ist bekannt. Sobibor, die Juden haben teilweise sich befreien. Die Führer von dieser Rebellion hat überlebt. Ein Jude, ein sowjetischer Offizier, er hat am 80er verstorben. Ja? Gibt es einen sehr, sehr bekannten hollywoodischen Film. Schauen Sie mal. Mit Rutger Hauger. Er spielt diese Leutnant, diese Jude. Ja, also das war der erfolgreichste. Also es passiert und sie wurden verbrochen, die alle Linien und viele wurden geschossen, aber viele wurden geflohen. Also das ist Erfolg von der Rebellion, oder? Also das heißt, es ist eine sehr, sehr bekannte Geschichte in der jüdischen Geschichte, die Sobibor-Rebellion. Also das könnte man zum Beispiel diese Rebellion mit diesem oder anderen Termin bezeichnen. Ja? Also gibt es natürlich mehrere Gelegenheiten, aber doch, das ist der Tag. Also dieses Jahr, es war gestern und heute. Diese Termin. Ich werde reden über die UN-Termin.
und ich erzähle etwa, das habe ich, als ich gehört und erfahrt, das ärgert mich bis heute. Und dann ich breche eine Mythos, ja, eine Legende, die gibt es über die Shoah. Das heißt, dass es nicht nur Juden, dass die Juden kommen, sind die Roma, Zigeuner, Homosexuelle, Jehovas Zeugen, Koma und so weiter und etc. Sie wurden vernichtet, also mit Kommas, ja, also alle sind gleich. Also es ist komplett falsch, es ist nicht richtig, es ist Lüge. Ich rede darum. Also, wie gesagt, dass dieser allgemeine Termin, 27. Januar, er ist relativ die späteste von allen Shoah-Erinnerungstagen. Und in Deutschland, also jede Stadt macht seine eigene Form. In Deutschland, jedes Jahr, es wird diese oder andere Bevölkerung erinnert. Also ich erzähle wahre Geschichte. Ich war dort zweimal im Landtag, in Baden-Württemberg, ich war damals Rabbiner in Karlsruhe. Also, erstes Jahr, das war französische Gefangene, also jemand von Frankreich wurde angeladen. Und zweites Jahr, das wurden die Jehovas Zeugen erinnert. Okay. Also gibt es einen offiziellen Teil im Landtag und dann zweiter Teil in einem Schloss in Ludwigsburg. Okay. Und dann kommt jemand, eine bekannte Jude, so bei 80 Jahre alt schon, sogenannte Child Holocaust Überlebende in Deutschland TV. Er war damals Kind, sein Vater wurde vernichtet. Im Shoah, seine Mutter war nicht jüdisch und er wurde als Kind, er war 6 oder 8 Jahre alt, nach einem KZ geschickt. Okay, das ist eine Geschichte. Okay. Er war bei mir in Baden, ich habe ihn immer angeladen nach diesem Termin. Sehr, sehr interessanter Mensch. Und mit ihm wurde, also er ist ganz, ganz klein, kleiner Jude. Nicht so groß. Und dort war, genau umgekehrt, sehr, sehr große und schlanke eine Jehovas-Zeuge. Er war auch ein Teenager damals und seine Familie, nach seinen Worten, wurde verfolgt. Da. Gut. Dann hören wir, wie wurden die Jehovas-Zeuge verfolgt. Okay, erstes muss man sagen, dass die Zeuge, sie halten die absolute morale Position quasi von Lev Tolstoi, nicht direkt verbunden, dass keine Waffe muss man zu Hände nehmen, überhaupt. Auch gegen Böse, auch gegen Nazis. Auch gegen Nazis nimmt man keine Gewalt. Das ist bekannt. Also es klingt quasi moralisch, aber tatsächlich ganz umgekehrt, es ist unmoralisch, aber egal. Also sie wurden bekannt als Gegner von jeder Gewalt. Also wenn die Nazis wollten sich Frisur im KZ haben, viele Gefangene haben sie ermordet. Ja? Das war bekannt. Und dann, sie haben gelernt, dass nur die Zeugen, sie machen das nichts. Also die Zeugen waren immer die Friseuren, Friseurinnen in alle KZs. Weil konnte man sich sicher fühlen. Ja, kein Hinweis, keine Probe sogar zum diese oder andere Gewalt gegen Nazis. Okay, also diese Überlebende auch über 80 Jahre alt, die Mensch ist damals war und sagte, okay, mein Vater wurde mal schon im Mittelkrieg mobilisiert. Also bekommt ja, ein Mobilisationsbrief, du sollst nach Wehrmacht gehen. Ja. Natürlich, er hat verweigert diesen Ruf. Okay, und dann, er macht Pause,
Ich lache, er wurde arrestiert, ja. Ich habe mit Juden aus Stuttgart gesessen. Ja, er sagt, er wurde arrestiert. Und wurde in ein Hotel gelassen. Nicht im Gefängnis, sondern im Hotel. Er hat dort im Hotel dreimal Essen per Tag. Und am Ende wurde befreit. Dann sagte der Mensch, mein großer Bruder hat etwa gegen den Krieg geäußert. Okay, es war Druck über uns und er wurde von der Schule entlassen. Von musikalischer Schule, nicht von der technischen Schule. Verstehen Sie? Und in solchem Stil, er erzählt ehrlich, die Leid gegen diesen Mensch, der hat seinen Vater verloren, von 6 Jahren alt im KZ, ja? Er hat geleidet, dreimal Essen im Hotel. Also nur um Verstehen, ja? Und Proportionen haben. Also diese Geschichte ärgert und nervt mich bis heute. Aber jetzt kalt und unemotional. Als Historiker uns erzählen, dass es nicht nur die Juden wurde beim Nazis verfolgen, es ist Wahrheit und Unwahrheit gleichzeitig. In welchem Sinn? Es ist Wahrheit de facto. Ja, das heißt, wir kennen es. Viele, viele Gruppen, sogar die Invaliden, die reine Deutsche, ja, sie wurden ermordet. Aber ich behaupte etwas anderes. Das kann man nicht vergleichen und mit die Kommas stellen. Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle und so weiter. Warum? Ganz einfach. Alle obergenannte Kategorien konnten sich retten und rausgehen von diesem Rund von Gewalt und Verfolgung. Wie? Müsste man die Gründe für Verfolgung annullieren? Zum Beispiel. Kennen Sie die Geschichte, dass es wurde nicht einmal die Zigeuner, die Sinti, Roma von Auschwitz, Todeslager, befreien beim Nazis? Ja, es passiert mehr von mal. Wieso? Die Nazis verfolgen nicht alle Sinti, Roma, sondern welche? Ungesiedelte. Ja, die wandelte Zigeuner. Das heißt, jede Stadt mag nicht die Leute, die heute hier, morgen dort. Ja? Du hast keine Kontrolle, ja? Du weißt nicht wie viel, was, Kriminalität, Gesundheit, alles. Ja? Also, es waren viele Sinti-Roma, die wurden gesiedelt. Ja? Die hatten Aufenthalt, hatten eine normale Adresse, zum Beispiel in Ungarn, in Budapest. Sie gearbeitet mit normalen Berufen auf dem Bau, Arbeitsbau. Ja? Also viele solche, aber normale Arbeit, diese Leute wurden überhaupt nicht verfolgt. Das heißt, die Gründe von Verfolgung waren nicht ethnisch. Ja? Zigeuner, ja, sie sind nicht sauber, sie sind, ja. Nein, die Dritte Reich wollte die Sinti-Roma als reguläre Bevölkerung behandeln. Ja? Also, was ist passiert mit echter Geschichte? Es wurde mehr von mal, 2 oder 3 Mal, dass die ganze Tabor, die ganze Karawane von Sinti Roma wurde befreit, dass seine Verwandte in Budapest haben gekauft, die Papiere, die Dokumente, dass sie sind besiedelt. Sie haben Adresse und Beruf und bla bla bla. Auf diese Gründe, diese Sinti-Roma wurde vom Auschwitz befreit. Und zum Vergleich, natürlich kennen niemand,
kein Jude, der wurde von Auschwitz befreit. Nicht umsonst. Gehen wir weiter. Die Gegner des Regimes, die Kommunisten, die Sozialdemokraten, ja, und so weiter, ja. Also es ist immer Leute im Dachau, ja. Ich war nicht einmal im Dachau, es ist auch ärgert mich. Was ist passiert dort? Es ist einfach Beschreibung der Geschichte, aber nicht jetzt, nicht heute. Es wurde immer erzählt, es waren nicht nur die Juden dort in Dachau. Es waren auch die Regimegegner, Kommunisten, Sozialdemokraten und so weiter. Nur was? Diese Kommunisten und Sozialdemokraten wurden auch Juden. Das heißt, die Dachau war die erste, die Probe KZ, dort Eichmann. Ja. Die böse Eichmann wurde der erste Kommandant. Und dann sie trugen auf dem Schulter die Dreiecke, ja, also die jüdische Dreieck war gelbe Dreieck. Die Kommunisten trugen natürlich rote Dreieck und so weiter. Also alle Juden trugen zwei, drei, manchmal vier. Also vier Gründe, warum sie sind behaftet dort. Also alle politisch Gläubige, alle politischen Gründe konnte man erlösen. Das heißt, die alle Regimegegner, Kommunisten, Sozialdemokraten, Priester, beides katholische, evangelische, sie sollten, würden unterschreiben, ein Dokument mit, ja, das mit Treu zum Dritten Reich und persönlich die Führer. Gibt es den Text. Ja? Wenn du unterschreibst solche Papier, viele Priester haben so getan, du wirst befreit. Okay? Die gleiche Homosexuelle. Okay, wenn die Homosexuelle wurden unterschrieben, dass sie stoppen illegale Aktivität, das war die Bezeichnung. Ja. Also, und sie sind jetzt moralisch und bla bla bla, sie wurden auch befreit. Nur die Juden hatten keine Möglichkeit. Was sollten sie unterschreiben? Dass ich bin nicht mehr Jude? Es wurde möglich mit katholischer Kirche, ja, mit Inquisition. Warum? Weil die katholische Kirche, die Christentum, immer betrachtet die Juden wie als eine Religion. Ja? In die Klammern bis heute in Westeuropa, Frankreich, Deutschland, die Juden wahrgenommen als eine Religion. Es ist Wahrheit und Unwahrheit gleichzeitig. Wir haben schon gehört, ja, darüber. Also, wenn die Juden würden sich konvertieren zum Christentum, das hat sie gerettet. Richtig oder nicht? Historisch. Kennen Sie die Geschichte vom wie heißt sie? Schwester Stern. Edith Stein. Kennen Sie die Geschichte? Genau. Ja, ja, aber das hat ihr nichts gebracht. Also im Mittelalter bei der Inquisition, da konnte man durch Konvertierung dem entkommen, aber im Dritten Reich konnte man nicht konvertieren. Es hat nichts gebracht. Er konnte konvertieren, es war gilt nicht. Es war nicht gerettet. Mhm. Also im Kurz die Geschichte von Edith Stein. Sie war eine gebürtige Jüdin, die hat ganz mit jungem Alter nach Christentum konvertiert sich, nach Katholizismus, ich glaube. Sie wurde eine, wie sagt man, Mönchin? Wie sagt man? Also im Kurs. Nonne. Ja, Nonne, sagt man. Nonne. Also bei uns gibt es nicht solche Definitionen im Judentum, deswegen ist es schwer. Wir haben auch Hebräisch keine solche Worte. Es ist immer übersetzt. Also, das natürlich hat nicht geholfen. Sie wurde im Kaiserslautern in Mitte der Stadt erschossen. Ja? Paradoxal ist schon mit viel Ironie, die jüdische Gemeinde dort, ich war dort auch Rabbiner viele Jahre im Kaiserslautern. Auf diesem Platz, wo hat sie geschossen, 2 Meter gibt es eine große Saal, wo haben immer die Chanukka gefeiert. Eine große Saal. Das haben wir immer für mit. Und sie war auf diesem Platz erschossen. Das natürlich gibt es einen Tag heute. Ja, also das heißt,
die Nazis haben gesehen, die Juden als eine Rasse. Ja? Und von Rasse kann man nicht rausgehen. Ja? Wenn es ist nur Glauben, dann du kannst den Glauben wechseln. Das war genau wie passiert mit Inquisition, Druck, ja? Und Verfolgungen. Ja? Also dass dieser Schritt von Edith Stein natürlich immer hat mindestens das dieselbe Leben, könnte das retten. Aber mit Nazis, das war überhaupt, hilft nicht. Könnte man konvertieren, aber es hat nicht geholfen. Also es waren relativ viele Juden, die in Polen wurden konvertiert zum Katholizismus, um sich retten. Und dann die polnisch-katholische Kirche hat sie, diese Leute gerettet, mindestens probiert, gerettet, bedecken und so weiter. Viele Kinder wurden, jüdische Kinder wurden geschickt, ja, nach unterschiedlichen katholischen Einrichtungen. Und da nach dem Krieg wurde gesammelt. Das war eine peinliche Geschichte auch. Also, das heißt, mit dieser Geschichte, mit den Gruppen, die wurden verfolgt bei Nazis, nur die Juden konnten sich nicht retten. Sie hatten gar nichts unterschrieben. Ja? Sogar die Invaliden. Invaliden. Ich war mal relativ kurz Rabbiner in Limburg, in Hessen. Also dort wurde auch ganz am Anfang der nazischen Zeit viele Invaliden erschossen zum Tod. Aber die Ärzte konnten einige retten. Sie haben natürlich gefälscht die medizinische Urkunden, ja. Das ist nicht genau psychisch und nicht genau invalid und so weiter. Also das war genau der Weg, falls die Verwandte, diese Kranken, die hatten Verwandte und die Familie, das war bekannt. Könnte man auch die Kranken, den Invaliden retten? Also jede Bevölkerung, jede diskriminierte Gruppe konnte sich retten. Und diese und die andere Welt. Außer Juden. Deswegen, wieder, es ist natürlich echt und recht, dass auch die Kommunisten wurden erschossen im KZ. Und Sozialdemokraten und Priester, es ist alles richtig. Aber die Leute, die haben geblieben und wurden erschossen und ermordet, das war von seiner Auswahl. Die Leute sagen, das ist mein Glauben, ich unterschreibe nicht. Das ist bekannt, oder? Nur die Juden hatten keine Auswahl, sich retten. Sie hatten keine Chance. Und das ist die Geschichte. Und deswegen, es ist für uns einfach peinlich, was wir hören, wieder und wieder diese Parole, Juden, Sinti, Roma und anderen wurden auch verfolgt. Ja, mit Kommas. Es ist einfach, tut uns weh. Es ist nicht wahr. Es ist nicht richtig. Verstehen Sie mich? Also das ist eine allgemeine Legende, kann man sagen. Jetzt gehen wir weiter. Natürlich, die Frage, die stört uns alle, wo war denn Gott in der Shoah? Das ist die Frage, die steckt uns, ja. Die uns, es ist so ein großer Anschlag auf uns, auf Juden, dass bis heute schon fast 70, schon 80, fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das jüdische Volk hat nie erreicht, statistisch, mathematisch, die Zahl von damals. Also heute, wir sind nach unterschiedlichen Zählungen 14, 15, maximal 15,5 Millionen Leute. Also es ist unter 1% von ganz Menschlichkeit. Wir haben viele rabbinische Chats, also es wurde geschrieben, wir uns 0,15%, etwa so, von der ganzen Menschlichkeit. Aber bevor der Zweite Weltkrieg, die Juden wurden 0,75. Also viel mehr. Okay, dass auch die Menschen,
die Menschlichkeit wird kleiner, mathematisch, und wir uns, wir hatten mehr Mitglieder in unserer Kollektiv. Das heißt, auch diese Zahl, 6 Millionen im Monat, ist es ungefähr. Ja? Sie verstehen, dass es vermutlich ein bisschen mehr sogar. Ja? Also das war genau die Zahl, dass die kann man mathematisch verbinden, die Juden in Polen, 3 Millionen, die Juden in Polen, und dann ist es rund 6 Millionen. Heute, wir wissen, nach Professor Della Pergola, eine jüdische Demograf in Hebrew University in Jerusalem, ist ein bisschen mehr als 6 Millionen. Aber das ist schon, spielt keine Rolle. Sie kennen das, die Aussage, dass die Tod von einem Mensch ist eine Tragödie, die Tod von Millionen ist eine Statistik. Kennen Sie das, die Quelle? Die Leute denken, dass die Quelle ist von George Orwell, von dem bekanntesten Buch 1984. Es ist richtig, aber teilweise. Die Orwell hat genommen diese Phrase von Kurt Tucholsky. Kennen Sie? Kurt Tucholsky war eine Jude, die wurde in der Shoah nicht überlebt. Es war ein Autor, ein Journalist, ein Publizist, war eine brillante Jude. Ich denke, lebt in Berlin. Heute gibt es eine Straße in Berlin, die Kurt-Tucholsky-Straße. Dort sitzt unsere Zentralrat. Das ist die Ort Berlin. Also, in diesem Sinn, ob es ist genau 6 Millionen oder 6 Millionen plus oder 6 Millionen minus, es ist wirklich heute so. Spielt sehr, sehr wenige Rolle. Jetzt ein bisschen rein rabbinisch-theologisch. Die Tora hat vorgesagt, dass solche Tragödie wie Shoah kann passieren. Kennen Sie? Steht direkt im Torah, textuell. Okay, im Torah selbst gibt es zwei sogenannte Parashat HaKlalot, Fluchkapitel. Okay, die erste Kapitel ist am Ende des Vayikra-Buch, dritte Buch Mose, Leviticus, auf Lateinisch, ja? Die dritte Buch Mose heißt ja, Leviticus, richtig? Okay. Die zweite Fluchgeschichte steht im Wochenabschnitt Kitavo. Das ist Mitte fünfte Buch Mose. Und dort stehen ganz, ganz schwierige Aussagen, die Gott sagt für Juden. Leider diese Talmud.de-Seite funktioniert heute nicht. Ich weiß nicht warum. Also ich habe andere Text gefunden und jetzt lesen wir zusammen. Okay, also ich stelle einen Link, also Chat von rechter Seite von uns. Also am ersten bitte schon dieser Link. Bibelkommentar.de. Gut. Also jetzt es ist eine universitäre ja, Formel. Also probieren Sie ignorieren, ja, dass diese Ziffern, ja,
Sehen Sie, viele Ziffern. Es ist natürlich die Kommendatur. Also wir stehen uns auf die Kapitel, dritte Buch Mose, Kapitel 26. Es ist fast Ende dem dritten Buch. Gibt es noch Kapitel 27 und das war's. Der Satz Nummer 14. Der Satz Nummer 14 haben Sie in der Mitte. Wenn ihr mir aber nicht gehört. Also muss man ehrlich zu sagen, dass diese zwei Teile, zwei Geschichten, zwei Texte mit Flüche, sie angefangen anders. Sie haben angefangen mit solcher Methode. Wenn sie hören mich, dann. Wenn sie hören mich nicht, dann. Okay? Also die beiden. Die beiden. Also das ist tatsächlich die zweite Teil. Sie sind nicht gleich textuell. Die erste Teil, wie gut es wird, also fünf von euch werden 100 in den Krieg, ja, zum Rennen bringen und so weiter, ja. Und dann, das ist Beispiel, ja, das ist ein wunderlicher Krieg zum Beispiel, ja. Die fünf besiegen 100, ja, das kann nicht sein, ja, normalerweise. Jetzt, wir sind auf den zweiten Teil, ja, wenn Sie, die Juden, hören mich nicht, ja, okay, wenn ihr mich aber nicht gehört und nicht alle diese oben genannte Gebote tut und wenn ihr meine Satzungen, was ist die Mitzvot, Gebote, ja, trotzdem, es ist eine christliche gute Übersetzung, Satzung ist Mishpatim. Eine, die heißt irrationale, nicht logische Gesetz, ja, wie Shabbat. Ja? Und wenn ihr meine Satzungen verachtet, nicht, Moment, ich muss mehrere Texte haben, ja, und wenn ihr meine Satzungen doch verachtet und eure Seele meine Rechte verabscheut, so dass ihr nicht alle meine Gebote tut und dass ihr meinen Bund brecht. Also, das ist der zentrale Punkt, dass sie brechen den Bund. Ja. Es gibt einen Bund, ja, einen Vertrag zwischen Juden und Gott. Also, die grundsätzliche Regelung heißt Maß gegen Maß, kennen Sie? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz. Ja. Also, wie Mensch handeln sich mit anderen, dann Gott behandelt mit diesem Mensch. Wenn euch, die Juden, meine Bund verbrochen, ich breche auch meine Seite. Ja? Logisch, oder? Oder nicht? Nein, er sagt nicht, dass er den Bund bricht, sondern er droht eine Strafe an. So werde ich euch dieses tun. Das ist am Ende. Das ist am Ende. Das ist am Ende. Das ist richtig. Es geht nicht um komplett Annullierung dem Bund, aber wenn Sie verbrechen eure Verpflichtungen, ich, dem Gott, auch breche meine Verpflichtungen. Ja? Logisch, oder? Mhm. Okay. Also. Wir waren am Satz 6. Ja, also so werde auch, ja, auch ich euch dieses tun. Ich werde Schrecken über euch bestellen, Schwindsucht und Fieberglut, die machen werden, muss man sagen, dass der zweite Teil wird noch schwieriger. Warten Sie. Dass die Augen erloschen und die Seele verschmachtet und ihr werdet vergeblich euren Samen sehen, denn eure Feinde werden ihr verzehren. Das ist die Römer, ja? Okay, das ist die Ende des zweiten Tempels. Und ich werde meinen Gesicht gegen euch richten. Meinen Gesicht gegen euch, ja? Nicht mit euch, gegen euch, ja? Die Tora redet, dass die Gott immer achtet, die Heilige Islam achtet positiv, ja? Jetzt ist es negativ. Meinen Gesicht gegen euch richten, ja, dass ihr vor
euren Feinden geschlagen werdet und eure Hasser werden über euch herrschen und ihr werdet fliehen, obwohl niemand euch jagt. Okay, jetzt ist es noch Juden im Israel auf Heiligen Abend. 18. Und wenn ihr auf dieses hin mir nicht gehört, also gibt es die Stufen, Stufe nach Stufe, verschlechtert sich die Situation, ja? So werde ich euch 7-mal mehr züchtigen werden. Also, dass diese 7-mal, also es ist eine quasi Rache. Sie machen 1, ich mache 7-mal. Also, so werde ich euch 7-mal mehr züchtigen werden, eure Sünde. 19. Und ich werde euren starren Hochmut brechen und werde euren Himmel wie Eisen machen und eure Erde wie Kupfer. Und eure Kraft wird sich umsonst verbrauchen und eure Land wird sein Ertrag nicht geben und die Bäume, die Feldes werden ihre Frucht nicht geben. Ihre Frucht. Okay, sie sind euch, die Juden, noch auf eigene Land. 21. Und wenn ihr mir nicht entgegenwalten und mir nicht gehorchen wollen, so werde ich auch noch 7-mal mehr schlagen. Das ist eine gute Übersetzung von Hebräisch, nach eure Sünden. Und ich werde die Tiere des Feldes unter euch senden. Das steht genau im Torah umgekehrt. Also sie kommen langsam zum Israel, ja, weil die wilden Tiere sollen nicht herrschen. Ja, also langsam, Stufe nach Stufe. Jetzt die wilden Tiere herrschen. Okay. Und sie euch eure Kinder berauben und eure Vieh ausrotten und eure Weh und euer wenig machen und eure Straßen sollen die Welt. 23. Und wenn ihr euch durch das dieses nicht vor mich zurechtweisen lasst und mir entgegenwandelt, so werde auch ich euch entgegenwandeln. Also die dann sagen, es ist alles zufällig. Ja? Es ist alles zufällig. Und ich mache auch zufällig. Das sehen wir bald im zweiten Geschichte. Also und auch ich werde euch 7-fach schlagen. 7-fach schlagen wegen eurer Sünden. Und ich werde das Schwert über euch bringen. Das ist Ende der eigenen Stadt in Israel, nach dem zweiten Tempel. Und ich werde das Schwert über euch bringen, das die Rache des Bundes vollzieht. Rache des Bundes. Und zieht ihr euch in eure Städte zurück. So werde ich die Pest in eure Mitte senden und ihr werdet in die Hand des Feindes gegeben werden. Was machen die Feinde? Sie schicken Juden raus zum ganzen Welt. Indem ich euch die Stütze des Brotes zerbreche, werden 10 Frauen eure Brot backen. Okay, es ist wichtig, ja. Backen in einem Ofen und sie werden euch das Brot zurückgeben nach dem Gewicht und ihr werdet essen und nicht satt werden. Also es ist quasi eine Krankheit. Euch essen und nicht satt werden. Ja? Also. Und wenn ihr bei alledem mir nicht gehorcht und mir entgegenwandelt, 27, so werde auch ich euch entgegenwandeln in Grimm und werde euch 7-fach züchtigen wegen eurer Sünde. Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne essen. Kannibalismus. Und das Fleisch eurer Töchter werdet ihr essen. Das war die Realität nach dem Talmud am Ende des zweiten Tempels, Ende des Jerusalem. Das wurde die Fälle von Kannibalismus. Und ich werde eure Hören fertigen und eure Sonnensäulen austrotten und werde eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen werfen. Meine Seele wird euch verabscheuen. Also gibt es ein Verbot im Torah, die Tote, die jemand hingerichtet ist, lassen ihn hängen. Ja, in die Luft, ja. Das Leichtum muss schnell begraben sein. Das kennen Sie, ja. Das ist der Grund, warum beim Juden es ist relativ schnell. Bei uns kann es nicht sein, nach
zwei Wochen, einen Monat, eine Beerdigung. Ich verstehe das nicht. Wirklich. Also, aber jetzt ist es umgekehrt. Ja, es ist eine Fluch. Steht direkt im Torah. Die Leicht und die Gehend, ja, ist und nicht begraben, ist ein Fluch. Ja, es ist nicht gut. Es ist ganz, ganz schlecht. Das ist genau, was ist passiert mit am Pesach mit zehn Haman-Sohn. Kennen Sie? Sie wurden getötet und dann die Königin Esther bittet den Chashverosh, sie hängen, die schon getötete Menschen. Ja? Also das ist ein Fluch. Es war nicht gut. Okay. Also, und meine Seele wird euch verabscheuen, ja, es ist schwer. Und ich werde eure Städte zu Öde machen und eure Heiligtümer verwüsten, das ist Ende des zweiten Tempels, und werde euren lieblichen Geruch nicht riechen und ich werde das Land verwüsten. Das ist die 2000 Jahre von Exil, ja, nach dem Ende des jüdischen Staat. Das Land Israel, Heilige Land ist verwüstet. Kennen Sie Mark Twain? Der amerikanische Schriftsteller, ja, also er war im Land Israel im 19. Jahrhundert, um seine Zeit. Er schreibt, dass die Heilige Land ist gut. Sehr, sehr bekannt, eine Essay von einer Zeitung hat er geschrieben. Das ist genau wie, er war übrigens ein Antisemit, aber es ist egal. Ja, er geht, ja, ja, das passiert. Das war normal in dieser Zeit. Also er schreibt, dass die Heilige Land ist eine Wüste. Ich erinnere, meine Rebbe hat diese Essay für uns gelesen, auf erste Jahr von unserem Studium. Das war sehr, sehr interessant. Und ich werde das Land Israel, verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. 33. Euch aber werde ich unter den Nationen zerstreuen. Das ist genau wie ich sehe. Okay? Unter den Nationen zerstreuen und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her. Und eure Land wird eine Wüste sein und eure Städte. Okay, weiter. Dann wird das Land Israel ruhen und seine Schabbate genießen. Kennen Sie das siebte Jahr? Das Gebot für siebte Jahr? Mhm. Auch Schabbat, siebter Tag, muss man nicht arbeiten. Gibt es ein landwirtschaftliches Gebot, siebte Jahr, auch nicht dem Erde im Israel gearbeitet. Ja? Also nach dem Talmud, das war die Gebot, die Juden hatten nicht geachtet überhaupt. Und deswegen kommt Exil. Also dann, wir probieren uns rechnen, mathematisch, wann der Exil beendet sich. Ja? Nach dieser Sünde. Ja? Also wir können uns genau die Jahre von erster oder zweiter Tempel. Ja? Und dann, wir wissen genau, welche siebte Jahre, wie viel wurde nicht geachtet. Ja? Und dann, Maß gegen Maß, wir wissen, wann es beendet. Ja? Das ist die Idee. Diese Mathematik funktioniert nicht. Also genau, wie kennen Sie die Rechnung, wann Messias kommt, ist nach Daniel Buch. Also gibt es viele Manipulationen von alle christlichen Kirchen, die quasi verstehen, niemand versteht, ja? Auch Juden. Also dass diese Idee, was rechnen wir, wie rechnen wir, ist eine, nur danach wir verstehen. Also viele, zum Beispiel, viele Propheten sagen 70 Jahre. Nach 70 Jahren es wurde Tempel wieder aufgebaut. Ja? Klingt gut, oder? Aber die Frage, von welchem Punkt zählen wir diese 70? Am Ende, am Anfang des zweiten Tempels, das konnte man Rückblick rechnen. Okay, jetzt wissen wir, von welchen Ereignissen muss man 70 Jahre rechnen. Aber vor, das konnte man nicht. Okay, weiter. Also siebte Jahre, das Land wird ruhig und seine Schabbate genießen. Alle Tage äh,
Alle die Tage seine Verwüstung wird es ruhen, was es nicht geruht. Hatten eure Schabbaten, als ihr darin wohntet. Und die übrigen Gebliebenen von euch, also viele, werden nicht übergeblieben. Steht direkt, oder? Satz 36. Ein Moment. Also schon jetzt, die Tora sagt, nicht alle Juden werden überleben. Also 36. Und die übrigen Gebliebenen von euch, in ihr Herz werde eine Feigheit bringen in den Ländern ihrer Feinde. Und es wird sie jagen das Rauschen eines verwendeten Blattes. Und sie werden fliehen, wie man von dem Schwert flieht. Und fallen, obwohl niemand sie jagt. Und sie werden eine über den anderen hinzustürzen, wie vor dem Schwert, obwohl niemand sie jagt. Also viele, viele schwierige Dinge. 38. Und ihr werdet und kommen unter den Nationen und das Land eurer Feinde wird euch fressen. Und die übrigen Lebenden von euch werden in die Lernen eurer Feinde hinschwinden in ihre Ungerechtigkeit. Und auch in den Ungerechtigkeit ihrer Väter mit ihnen hinschwinden. Also ganz, ganz schwierige Dinge. Wir gehen weiter. Also ein kritischer Punkt, Ungerechtigkeit. Ja? Sie hatten Ungerechtigkeit geschafft, ich mache auch Ungerechtigkeit. Maß gegen Maß. Okay. Wenn dann, also ich bin auf Satz 41, und auch ich ihnen entgegenwaldete und sie an das Land ihre Feinde brachte, wenn dann ihr unbeschnittenes Herz, was ist ein beschnittenes Herz? Das ist eine Metapher. Ist es das Herz, in das Gott nicht die Tora gelegt hat? Oder das der Tora nicht? Das ist das Herz, das hört dem Gott nicht. Also normalerweise, wir sagen Beschneidung von den Menschen, ja, von den Männern, sorry, ja, das kann man verstehen, ja, aber was ist beschnittene Herz? Wenn wir beschnittene Herz, die Mensch ist kaputt, ist er ist tot, also natürlich ist eine Metapher, Im die fünfte Buch Mose in Dvarim, am Ende wird gesagt, dann, am Ende des Tages, ich mache eure Herz beschnitten. Also, sozusagen, rückhaltig, ja, und so weiter. Also, unbeschnittene Herz, die Herz, die hört dem Gott nicht. Wenn dann ihr unbeschnittene Herz sich demütigt und sie dann die Strafe ihrer Ungerechtigkeit nehmen, so werde ich meinen Bundes mit Jakob gedenken. Und auch meines Bundes mit Isaac, und auch mit meines Bundes mit Abraham werde ich gedenken. Und das Land werde ich gedenken. Also, okay, das ist die erste Fluchteil. Geschichte gibt es noch zweite, noch schwieriger. Lesen wir jetzt den nächsten Unterricht. Machen wir beim nächsten Mal weiter, weil das ist so interessant. Es ist so schwer. Sogar es steht in unseren Gesetzen, dass die Leute wollen nicht angerufen sein für diesen Tora-Abschnitt. Verstehen Sie? Die Leute haben Angst. Und dann steht, wer soll gehen? Der Rabbiner. Also der Rabbiner soll angerufen sein, genau für die Fluchteile vom Tora. Ich hatte das vielmal getan, weil die Leute, ja, sie haben Angst. Klingt katastrophal. Es ist nicht einfach nicht gut. Es ist eine Katastrophe. Die Leute glauben zuerst, die Tora ist etwa gut und dann du angerufen zum solchen. Also da, so steht in unseren Gesetzen, dass gegen die Angst und solche Gerüche, die Rabbiner soll sich selbst
angerufen zu dieser Zeit. Das ist die Geschichte. Gut, dann am nächsten Unterricht, wir lesen die zweite Fluchgeschichte. Er ist noch schwieriger. Also bleiben Sie mit uns. Eine Werbung, ja? Okay, was, einfach wollte ich sagen, dass die Torah hat das vorgesagt. Die Regel ist nicht, dass alle bösen Dinge müssen passieren, aber sie können passieren. Ja? Und die leidigen Juden hatten nicht geachtet, genau wie Torah schreibt, nicht geachtet, siebte Jahr und noch Dinge und Gerechtigkeit. Und dann, das passiert etwas Böses. Aber wieder, ich sage nicht, dass es ist eine Strafe. Unsere Welt ist nicht schwarz-weiß. Und Spoiler, ja. Die viele, viele christliche Figuren, ja, es ist Strafe, bla, bla, bla. Wir glauben nicht in solche Ideen. Es ist nicht Strafe. Es ist nur, ich zeige einen Teil, das kann passieren. Und das doch hat passiert. Ja, wir wissen, dass im Schwa, das war kein Kannibalismus. Wir kennen das nicht. Im zweiten Tempel, ja, es ist passiert. Okay? Also, wieder, es ist nicht, unsere Welt ist es nicht schwarz-weiß. Das muss man wissen. Es ist nicht oder gute oder böse und Strafe. Es ist überhaupt nicht jüdische Position, nicht jüdische Einstellung. Ja. Aber doch muss man die Quelle wissen. Gut, dann, ich hoffe, dass Talmud der nächste Woche schon funktioniert. Dann, wir treffen uns nächste Woche. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, alles Gute. Gerechtigkeit, beschnittene Herz. Ja, schreiben wir erzählen, was die Geschichte mit beschnittene Herz. Okay, ein Witz, so, aber echter Witz, das passiert. Talmud sagt, das muss man anzufangen, da bin ich schon mit Witz, aber wir beenden mit Witz. Es war einmal am Anfang des Internets eine rabbinische Seite auf Russisch, wo wurden kurze Fragen, kurze Antworten aufgegeben. Ich war dort von der rabbinischen Seite. Und einmal, wir hatten dann eine Frage bekommen von einer Frau. Ich bin Ärztin, ich lebe irgendwo im Sibir, Ende des Welt, Nähe von Japan, China. Ich hatte keine jüdische Mann, also ich habe nicht jüdische Mann geheiratet, er ist auch Arzt, er ist ein Chirurg, alles gut. Ich habe gelesen, dass in Torah es geht um eine Herzbeschneidung. Ich wollte fragen, ob mein Mann kann teilzunehmen mit dieser Herzbeschneidung und wo schicke, wenn ja, meinen Mann zu. Das war die Frage. Wir wollten das bewerten. Echte Geschichte, hat schon passiert. Also Leute wieder verstehen die direkte Dinge als metaphorisch und metaphorische Dinge als direkte. Also kann passieren. Alles Gute an euch, liebe Leute. Dankeschön, ebenfalls alles Gute und vielen Dank. Vielen Dank für den Shiur. Schönen Abend. Schönen Abend. Shalom. Shalom. Auf Wiedersehen.